Hallo, es ist Bachmeier am Apparat. Guten Abend erstmal, Herr Putinov. Ich rufe Sie an. Warte, wer ist da? Alois Bachmeier? Alusius Bachmeier bin ich, Herr Putinov. Okay. Freut mich ganz besonders, kennenlernen zu machen. Ja, natürlich. Also mich auch, Herr Putinov. Freut ich rufe Ihnen an von Elgo Trading, INC System, wo Sie auch eine Anmeldung gemacht haben, Herr Putinov. Ja. Genau, weiter? Ich bin Ihre Kundenberater und wollte Sie helfen, Ihre Konten zu aktivieren. Du bist der Hundeberater? Ja, das ist klasse. Wir haben echt Probleme mit dem Viech. Du kannst helfen, ja? Ja, natürlich. Weil das Problem ist, der beißt immer andere Leute, verstehst du? Wie bitte? Ich habe gesagt, der beißt immer andere Leute und das geht nicht. Wer denn? Wie? Was meinen Sie damit? Ja, mein Pedro heißt der. Wer ist der Dimitri Putinov? Das bin ich. Ja, genau. Sie haben eine Anmeldung bei Ergo Trading System gemacht. Ja, ja, beim also über Online-Handel. Genau. Ich rufe Ihnen an, also Ihre Konto zum Aktivieren, damit Sie dann sofort anfangen können, Ihre Profite zu erreichen. Ja, weil es wäre halt wichtig, dass der nicht mehr draußen den Postboten angreift, ne? Kriegen wir das nee, hier zusammen? Sie sind derselbe, der Zugriff an Ihre Konto hat, Herr Putinov. Keiner ja, hat mehr logisch. Zugriff. Das ist logisch. Ja, natürlich. Was, ja, genau. Dann was ist das Problem jetzt? Na, der Problem ist, dass mein Pedro heute schon den Postboten gebissen hat. Jetzt wollen die mir den wegnehmen. Ich verstehe Sie eigentlich nicht. Was wollen Sie damit sagen? Ja, so wie ich das sage. Du bist doch der Hundetrainer, oder nicht? Ich bin ein Kundenberater. Du hast Hundeberater gesagt am Anfang. Jetzt sagst du Kunden. Ich habe Kundenberater am Anfang angesagt. Nein, du hast Hundeberater gesagt. Was dann habe ich dich falsch verstanden. Was willst du denn? Ja, haben Sie mich ja auch falsch verstanden, weil Sie sind ja auch kein Hund. Nein, nein. Sonst hätte ich jetzt nicht mit Ihnen telefoniert. Ja, dürfen bei oder? Dir Hunderten nicht telefonieren, oder was? Genau, ich bin ein Kundenberater und okay. Wollte Sie einfach helfen, Ihre Konto zum aktivieren. Finde ich klasse, ist gut. Und wie machen ja, wir genau. Das? Ja, Sie gehen auf Google. Auf Google? Ja, genau. Welche Browser nehmen? Egal. Okay. Nehmen Sie, wenn Sie wollen. Ja, ich habe, okay, dann nehme ich Firefox. Kennst du Firefox? Bist du Fuchstrainer aber auch nicht, ne? Und was soll ich machen? Was willst du Spaß machen, Bruder? Herr Putinov, Sie sind richtig lustig, ja. Ja klar, ist Freitag. Ich wollte eigentlich ist Party heute. Seriös, nee, nicht heute, morgen doch ist Wochenende, chill mal. Ach stimmt, ist Donnerstag, scheiße, muss ich morgen doch wieder arbeiten, fuck. Ja Mann, bis 12 Uhr noch. Ah schade, ich hab mich so gefreut gerade. Egal, trotzdem, wollen wir einen trinken oder was? Nee, eigentlich trinken können wir später trinken, Herr Putinov. Was aber trinkst du denn gerne, sag mir. Was trinke ich gerne? Weiß ich ja nicht, das darum habe ich gefragt. Ich trinke mal gerne Hennessy, Herr Putinov. Hennessy, ist guter Kram. Das ist guter genau, Kram. Ich heiße Dimitri. Ich trinke eigentlich nur sagen. Teure. Nur teure? Wie bitte? Ich sage, du kannst Dimitri sagen, wir sind doch hier nicht in Nordkorea, Blair. Ach so, ja, alles klar, dann wenn Sie das erlauben. Ja, und wie heißt Dimitri. Du? Alusius. Alusius, woher kommt dieser Name? Aus Italien. Italien? Aber bist du in Italien geboren? Klasse. Nein, ich bin in Deutschland geboren. Ach so, weil du hast so Akzenten. Weil meine Mutter ist Italienerin, mein Vater ist Deutscher. Ah, verstehe, okay. Bisschen gemischt, weißt du jetzt? Ja, klar, klar. Ich genau. Verstehe. Und woher kommen Sie? Russland. Aus Russland? Ja, klar, Mann. Ach so, was heißt Kochamche? Verstehst du das? Wir wollen uns hier vernünftig unterhalten, oder? Wie bitte? Дай мне водка, пожалуйста. Иди на улицу. Водка? Ja. Zucker, bleh? Nein, nicht Zucker. Zucker, bleh. Verstehst du? Ja, genau, Zucker, bleh. Ich verstehe das. Und Pierdolce verstehe ich auch. Du bist guter Junge, du bist guter Junge. Sagst du mir, bringst du mir ein paar italienische Worte bei, oder was? Ja, was willst du lernen? Oh, was heißt, gib mir dein Geld? Gib mir dein Geld, weißt du das nicht? Nein, ich bin doch kein Italiener. Was bist du denn? Ich bin Russe, habe ich doch gerade gesagt, aber ich will von dir wissen, was... Nein, aber eigentlich, guck mal, heißt. Dimitri. Was los? Du bist aus Polen, oder? Nein. Nicht aus Russland. Was habe ich mit Polen zu tun, Blät?
Sicher? Ja, sicher. Soll ich dir ein Bild von meinem Ausweis schicken oder was? Eigentlich, weil ihr Name also ist als Putin! Polen und deswegen. Putin! Weißt du nicht, Ah, wer Putin ist? Putin! Ah, der größte Mafia in der Welt. Ja, Putin ist größter Boss von allen Gangster. Weißt du, die müssen alle seine Füße küssen. Der ist richtig krass, Mann, Ja, ja. Putin ist, der hat von nichts Angst, Blät. Der braucht keinen Aber Hundetrainer. ich werde seine Füße nie küssen. Ne, da darfst du auch gar nicht. Vorher wirst du von seinem Bodyguard kaputtgeschlagen, wenn du zu nahe kommst bei ihm. Nee, die Bodyguards schaffen auch nicht. Wow, bist du so Gangster oder was? Ich war schon mal, aber jetzt nicht mehr. Ach, du bist mal Gangster gewesen. Was machst du jetzt? Jetzt, wie du siehst, arbeiten, vernünftiger Mensch werden. Vernünftiger Mensch werden. Das ist schwierig, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Die Arbeit ist nicht schwierig? Nee, eigentlich nicht. Und das ist gut, das freut mir. Von wo rufst du an? Bist du bei Berlin oder was? Ja, genau. Ja, Berlin, wo? Hauptstraße. Ja, welcher Stadtteil ist das? 43. Ich kenne doch nicht ganz Hauptstraße, Berlin. also das neben in der Bahnhof. Welcher Bahnhof? Berlin hat vieles Bahnhof. Der deutsche Mauer, Herr Dimitri. Der deutsche Mauer? Ja. Die gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Ja, natürlich, aber es ist noch ein Teil Ach da. so, das Ding meinst du? Ja, klar, kein Problem. Hey, sollen wir nachher Alexanderplatz treffen oder was? Wann heute? Ja, klar, nein, morgen ist ja morgen. Ich denke die ganze Zeit, es ist Freitag heute. Was ist los mit Nein, dir? aber Sag mir, was leider, ist wir los mit können dir? natürlich morgen mal Nachmittag uns treffen. Wollen Sie auch in Berlin? Ja, klar, Mann. Mariendorfer Damm 179, Tempelhof. Nein. Doch, kennst du Tempelhof? Oha. Ja, natürlich. Ich habe da so, weißt du, so ein Prominentes gewohnt. Ich habe seine alte Wohnung bekommen. Jetzt habe ich jeden Tag Leute Aha. an der Tür stehen, die wollen Autogramme haben und mit mir Atari Jaguar spielen. Ach so. Kennst du Herr Baraka? Kennst du den? Der wohnt auch oder hat in Nein, kenne Berlin ich gewohnt. nicht. Der sitzt in der Forensik. Nein, den kenne ich leider nicht, Herr Putinov oder Dimitri. Die Dimitri, Sache ist jetzt, wie alt bist du, sag mir? wie alt schätzt du mich? Weiß ich, 25? Nee, eigentlich nicht. 30 bin ich. Was du? Gut, ja, ich bin 35. Guck mal, da können wir zusammen bei Club gehen. Natürlich. Bist du bei einem Club Wochenende oder? ist meins, ja. Ja, ist deins. Aber, guck Aber, mal, ja, ich ich guck. brauche auch Weiber zu ficken, ja. Ist kein Problem, kommst du mit ins Clubhaus, Blät? Ja, natürlich, weil ohne Weiber kann man keinen Spaß machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du musst du auch, bist du hübscher Junge? Wie? Bist du hübscher Junge? Ja, natürlich. Ah, und du hast du gute Arbeit, verdienst du gut Geld bei deiner Arbeit? Natürlich, deswegen mache ich da Ah, auch. vielleicht wenn wir treffen und ein gutes Party machen, vielleicht bei nächster Wochenende, ich stelle dich vor bei meiner Schwester. Auf meinen Nacken, ja? Alles klar. Können wir machen, Blä. Richtig Nee, gute aber ich Party. meine nicht mit ihrer Schwester, ich meine auf meinen Nacken morgen Ja, zum Trinken. klar, ist kein Problem. Und Ja? dann, ja, wo wollen wir treffen? Wollen wir Alex treffen Ja, oder Alex, Hartmann ja, kurz? genau bei Alex. Wann hast Wir du treffen uns Feierabend? genau. Oder hast du frei morgen? Also, nee, ich habe nicht frei, aber ich muss bis 17 Uhr leider arbeiten. Oh, das ist aber nicht so lange. Weißt du, dann würde ich sagen, gehen wir, weil ich muss ja morgen auch arbeiten. Ist ja doch nicht Freitag heute. Dann gehen wir morgen arbeiten, gehen nach Hause, ein bisschen duschen, ein bisschen umziehen und dann gehen wir ein bisschen trinken und dann nehme ich dich mit bei Hells Angel Clubhaus. Was sagst du? Ja, Mann. Ja, du bist doch Gangster gewesen. Bist du beim Motorradclub gewesen? Nee, nee, nee. Nicht. Okay, gut. Weil sonst ist Problem, verstehst du? Nee, ich war noch nie da. Gut. Dann wollen wir machen. Hast du Angst Natürlich vor können wir großen Männern? natürlich machen. Ich habe Angst nur von Gott, Habibi. Ah, vor welches Gott? Von unserem Gott. Ja, wer ist denn dein Gott? Wenn du unsere sagst, du weißt doch gar nicht, wer mein Gott ist. Also du bist ja auch Christ, oder? Ich bin Russe. Das sagt dir ja nicht, welches Religion ich habe, oder?
Ach so, ja, meistens die Russen sind Christen, deswegen. Ja, die Russen, die Russen. Also mein Gott ist Wladimir Wladimirovich Putin. Ach so, das ist Ihr Gott? Nein, Spaß. Wer ist dein Gott? Sag mir. Apophis? Heru-Ur? Ra? Mein Gott haben wir leider noch nicht gesehen, ja. Ja, aber wie heißt es? Wie ist seines Namen? Jesus Christus. Alter, coole Sache. Ach ja, klar, Italia. Ich bin gerade irgendwie bei ein anderes Land gewesen. Aber in Italien sind die ja alle Christen, ne? Ja, nicht alle. Aber sehr vieles, sehr vieles. Ja, genau, fast Was alle. ist eigentlich mit den alten römischen Göttern passiert? Was habt ihr gemacht mit denen, nachdem Cäsar weg war? Oh, komisch. Ist das so oder Komische nicht? Fragen. Ja, was ist mit denen? Gibt es doch heute noch oder gibt gar nicht mehr? Nee, eigentlich, vielleicht die existieren noch, aber die sind irgendwo versteckt. Die sind irgendwo versteckt? Ja, Mann. Wo denn? Irgendwo. Weil du müsstest ja theoretisch zu Merkur beten, weil der Merkur war ja der Gott der Diebe und des Handels. Das würde ja zu dir passen. Nein, eigentlich nicht. Warum nicht? Du bist doch ein Händler, oder nicht? Ich bin kein Händler. Was bist du Ich bin dann? ein Kundenberater. Ja, aber du verkaufst doch auch Sachen, oder nicht? Oder verschenkst Nein, du? ich verkaufe, nein, Bro, ich verkaufe gar nichts. Du Was zu verkaufst gar verkaufen? nichts. Ja, weiß ich ja nicht. Dann erzähl mal, was machst du denn da überhaupt? Ja, wir reden die ganze Zeit Ja. von Saufen und von Frauen. Ja, weil du wolltest über Frauen reden. Nee, mit Frauen hast du angefangen. Ich wollte über Alkohol reden. Aber ist ja auch Ach so, egal. ja, aber Will mich mir, nicht die mit Mann Frauen und mir ist Kumpel sehr wichtig, streiten. ja. Auf jeden Ohne Fall. Frau, mein Leben ist einfach tot, Bro. Hast du hübsche italienische Frauen, die kannst du mitbringen, oder Du nicht? kennst schon türkische Dings, italienische Frauen sind Warum hast du ganz gerade hübsche. türkische gesagt? Hast du eine türkische Freundin oder Ja, was? genau, woher verstehst du alles das, Nee, du hast ja? gerade türkisch gesagt, Du dann bist was ein soll ich da alter falsch Bo. Ja, genau. verstehen? Ich hatte in meinen Gedanken, wollte ich jetzt sagen, ich hatte mein Türkischer gehabt, ein hübscher Türan, aber dann, ja, wollte ich das nicht sagen, aber trotzdem, du hast das verstanden. Ja, Egal, scheiß natürlich. drauf. Ja, ich bin klug, ne? Ich Also war in vielleicht einer sollte ich auch Beziehung von 6 Jahren Kundenberater mit einem Türken und sechs 3 Jahre Jahren? mit einem Russen, ja. Ah, wie hieß die Russin? Wie war ihr Name? Ah, das wollte ich dir sagen. Ispanka heißt die. Ah, ist schöner Name. Ist schöner Name. Ispanka, ja, Mann. Das ist richtig schöner Name. Die sind aber auch hübsche Frauen, ja. Mein Die Russen sind. Schwester heißt Luba, vielleicht die ich dir vorstellen. Wieso redest du so für deine Schwester, dann? Meine Schwester braucht guten Mann, verstehst du? Weißt du, sie ist jetzt 18 Jahre alt, hat noch keinen Mann, ist immer nur zu Hause, Schule machen, Schule machen. Weißt du, die muss mal richtig Party machen, die muss mal ein gutes Mann finden, der ein gutes Arbeit und viel Geld hat. Weißt du, die muss ja was für die Familie tun, verstehst du? Du bist aber ein guter Bruder, ja. Natürlich, weißt du, was muss man machen für seine Natürlich. Familie, verstehst du? Ist doch bei Italien auch so, oder nicht? Ja, natürlich. Hör mir mal zu, weißt du, ich hatte Aber mal egal, einen scheiß Kumpel mal bei. drauf, Dimitri. Ja, was gibt's? Wir machen jetzt Ihre Kontoaktivierung, oder? Jetzt siehst du mich schon wieder. Was ist los? Willst du mich beleidigen oder was? Nein, Oh, nein, 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 nein. blöd. So, wie viel kannst du trinken, bis du ohnmächtig wirst? Bis zu Exitus. Ach so, wenn ich jetzt Ja, wenn du so jetzt. Sketo trinke, ja, ich erkläre dir, Skateboard? wenn ich jetzt so Sketo, Was ist das das? heißt ohne Drogen zu nehmen, ja, Ach dann so. kann ich also bis eine Flasche, aber wenn ich dann was dazu nehme, kann ich viel zu viel, ja. Was nimmst du dazu? Kommt drauf an, ja, Ja, was für was? Angebote haben wir. Ach so, was hast du denn so? Spaß, Dimitri, Spaß. Wir Nein. machen nur ein bisschen. Nee, was kannst du Weil vielleicht eigentlich. kannst du mitbringen morgen? Was denn? Was Spaß macht. Hahaha. Ja, aber wir können von. Gegen 4 Augen dafür reden, Dimitri. Ja, Per klar, das verstehe Telefon, ich. man sagt sowas nicht. Und plus, das ist ein Handydienst. Verstehst du, was ich meine? Und. Das wird jetzt alles kontrolliert und ich werde morgen vielleicht Ärger bekommen, weil ich so mit dir gesprochen habe. Ne, warum? Wir sind doch Kollegen, weißt du? Wenn du gute Kumpel hast, kannst du gute Geschäfte machen. Ja, natürlich, das stimmt doch. Ist doch klar, oder nicht?
Wie lange musst du Das heute noch stimmt doch, arbeiten, aber Zucker? Sag trotzdem, mir. der Chef ist immer so, verstehst du, was ich meine? Ah, der Chef, der soll sein Arschloch halten. Wir machen gute Geschäfte, Ja, wir Mann, beiden. natürlich. Das ist klasse. So, jetzt sag mir Und? mal, was kannst du anbieten, du Händler, der kein Händler ist? Nee, Ha ich bin kein Händler, Dimitri, jetzt ganz ehrlich, Mann, ich bin kein Händler. Ja, erzähl mal, ich höre Wenn dir Sie, zu. Sie haben jetzt eine Anmeldung gemacht Ja, bei klar. Elgo Trading, ja, genau, und über Onlinehandel, oder? Und ja, Handel, Händler, oder nicht? Nicht Händler, Online Trading, Ja, aber über Trading ist doch. Bitcoin, Ja, über Bitcoin. Rohstoffe, über Forex. Ja, was, wenn, Verstehen Sie mich? was heißt Forex? Bitcoin kenne ich und Aktien, aber was ist ein Forex? Was ist das? Forex, es ist also, das ist das Euro, das Dollar, die Schweizer Franken, also die. Ein Währung oder was? Genau. Und damit handeln Sie zum Beispiel bei Forex. Wenn Sie zum Beispiel keine Erfahrung haben, Wie heißt Sie Forex werden denn als mit aller. Nachnamen? Also ich kenne einen Film, der heißt Forex Gump. Hat das was damit zu tun? heißt Forex mit Nachname? Das Forex war eine Gump. gute Gibt Frage. einen Film, der heißt Forex Gump. Ey, Bro, jetzt ganz ehrlich, weil ich habe ja auch leider einen anderen Termin in 10 Minuten. Ach so. Und ja, genau. Ja, Es dann war ein erzähl gutes mal. Gespräch. Ja, genau. Und nachdem wir dann Ihre Konto aktiviert haben, Sie haben es langsam. Sie werden anfangen, also Ihre Profite zu erreichen. Und Sie werden ja von uns dann auch ein zweites Lohn bekommen. Ein was? Verstehen Sie mich? Ein zweites Lohn, wenn Sie arbeiten. Oder sind Sie arbeitslos? Na, Alter, denkst du, ich bin arbeitslos, Blöd? Ich weiß, weil Sie haben morgen arbeiten, Ja, deswegen. ich bin Bauarbeiter, Blöd. Jeden Tag Ach schuften. so. Was heißt Blöd ist sowas wie Kumpel, verstehst du? Ach so, Blät ist so wie Bruder-mäßig, ja? Ja, nicht ganz so schwul, aber sowas in die Richtung. No homo, verstehst du? Meinst du, Bruder ist schwul? Also wenn ich zu einem fremden Mann gehe und ihm einen Kuss gebe, dann ja. Nein, was für Kuss, Alter. Ich meinte, Bruder zu sagen. Ach so, weil in Russland machen wir immer den Bruderkuss, weißt du? Wenn du zu einem Mann gehst, du musst du ihn küssen. Das ist wie dein Eigentlich in Vater, verstehst du? Russland. Ja, aber in Russland habe ich mal. Bruder, jetzt lass mal das Russland jetzt. Ja, soll ich erklären, ja? Hier sollst du erklären, du hast angefangen mit Männern zu küssen. Was soll ich machen? Nein, Ich was weiß ja, soll ich das? weiß ja, dass ihr Italiener das so Romantiker seid, aber ich möchte nicht mit Männern küssen. Tut mir leid, ich mag das nicht. Wer hat gesagt, dass sie einen Mann küssen? Hast du gerade gesagt? Du hast gesagt, ich soll einen Mann Nein. küssen. Nie im Leben. Gut. Jetzt halte ich die Komm Klappe. drauf an, wo du denn küssen willst, ja? Ne, die Augen blöd. In den Augen? Ja. Warum in den Augen? Kennst du nicht, ich küsse deine Augen? Ja, aber warum? Das ist, weil man das so sagt bei Russland. Das ist so, hat was mit Ja, Respekt zu aber tun. warum sagt man jetzt, ich küsse deine Augen? Wofür? Welche Bedeutung hat das? Weil du die Augen, weißt du, die sind ja ganz oben im Kopf und die Lippen sind weiter Ja. unten im Kopf und dadurch erhofft man sich eine Erhöhung der Lippen in Ja, der und was hat Reihenfolge damit zwischen zu den tun? Augen Ich und küsse deine Augen. ja. Habe ich dir gerade erzählt, hast du nicht zugehört? Ich habe zugehört, aber das war keine Erklärung. Doch. Nein. Ist ja auch egal. Dann haben wir Ja, uns Mann, falsch genau, ist das verstanden. scheißegal. Wie viel kann man verdienen bei dir bei einem Monat? Sag mir, Bruder. No homo. Also, das kommt drauf an, Dimitri, ja. Es ist unterschiedlich, weil die Märkte in die Preise, also die bewegen sich jeden Tag, Die weißt du, die Mädchen? gehen hier mal hoch. Was hast du gerade Was gesagt? für Hast du Mädchen, gesagt, Alter? die Mädchen bewegen sich hoch und runter? Na, nein, ich habe gesagt, die Märkte. So. Ich dachte Ein schon, du willst Markt, jetzt hier zum tanzen Beispiel wie oder so. Forex, wie Aktien, das ist ein Markt. Forex Gump, ne? Und die bewegen sich jeden Tag. Die gehen mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch und Ja, man wie eine weiß Frau, nie Blätt. ganz genau, wie, ja, genau wie eine Frau. Und man weiß nie ganz genau, wie das alles in einem Monat sammelt wird. Aber so Und auch ungefähr. mit der Frau,
Ja, ungefähr. Ich weiß nicht, ganz ehrlich zu sagen, Herr Dimitri. Ach so, ist schade. Aber gewinnen, ja? Richtig Profit. Sie werden aber auf jeden Fall also 3 bis 4% pro Tag gewinnen. Das kann ich Jeden Ihnen ja auch Tag? sagen. Ja. Das wäre ja 90% im Monat. Ja, genau. Jetzt Ey, können Sie mal das klingt gut. rechnen. Erzähl mir mehr. Das klingt gut. Ist das legal? Nein. Gut. Das ist doch alles legal hier, Dimitri. Dimitri, mir ist egal, weißt du, aber ich will ja nur Kohle machen, Nee, weißt du, nee. ich bin ja russische Ja, Mafia, für Sie verstehst du? vielleicht ist egal, aber für uns nicht. Ach Wir so. machen also keine illegale Sachen. Aber ich bin russische Mafia, weißt du? Ja, okay, natürlich. Du kannst dein Leben weitermachen, aber mit uns machst du leider legale Sachen. Leider würdest du auch lieber anders haben, ne? Aber was soll man machen, ne? Wir können sie nicht beeinflussen, alles im Leben. In der Arbeit, ich bin so vernünftig. Bist du Nach dem vernünftig? Arbeit, wir können uns ja treffen und mal persönlich kennenlernen. Ah, klasse, auf Und jeden Fall. dann wirst du merken, wer Aloysius Bachmeier ist. Das können wir gerne machen. Magst du Computer Natürlich. und PlayStation spielen? Dann können wir so richtige Du bist Bruderabend fünf. machen. Was ist das? Das ist Schuldigkeit, ja? Schuldigkeit? Ja. Warum schuldig? Nicht schuldig. Nein, warum? Schuldigkeit. Ich will mit dir Animal Crossing spielen. Was ist daran schwul? Du besuchst meine Farm, ich besuch deine Farm. Du streichelst mein Hühnchen, ich streichel dein Hühnchen. Ah, ja, Magst Mann. du kein PlayStation oder was? Nee, eigentlich die Sache ist, ich habe keine Zeit für PlayStation, weil ich will nur So. Geld verdienen. Ach Das so. ist alles, Ja, ja. musst du Genau. YouTube-Kanal machen, wie du PlayStation spielst. Da kannst du damit auch noch Nee. Geld verdienen. Ja, du kannst das machen, wenn du dafür Nerven hast, weißt du, aber ich Nein, mache hab ich das nicht. mein Job und ich verdiene genug. Ey, ich überleg, Und weißt du? deswegen habe ich ihn auch Ja, erzähl. angerufen, damit sie ja auch ihre Profite erreichen können, damit, wenn sie natürlich Ziele haben, wenn sie verdienen möchten, dann machen wir ein Geschäft zusammen und fangen wir an. Ja, klar. Aber wenn sie dann nicht machen möchten Doch, und ich nur möchte reden machen. möchten, ist kein Problem, Ich ja. finde das ja klasse, dass du mich angerufen hast. Weißt du, jetzt Ja, dann sind wir gehen wir jetzt Kumpel bei und dann Google. können wir noch Geschäfte machen zusammen. Aber du gibst du mir Bonus, weil wir sind Kumpel, ja? Brauchst du Bonus? Ja, aber ich muss erstmal Computer anmachen. Warte mal kurz. Ich habe gerade eine Flasche aufgemacht, weil ich dachte, bis Freitag. Nein! Was für Flasche? Gorbatschow, Wodka. Ah, Der Billigkram, aber Wodka. mach dich schnell besoffen, weißt du, ist wichtig. Ja, eigentlich stark. Ich Weißt glaube 40%, oder? du? Ja, 40 43. Ich Volt. habe hier Special Edition. Jede Flasche von Putin unterschrieben. Oha! Ja, Putinov war so schnell alle. Da habe ich meinen Gorbatschow hingebracht. Und weil Putin damals von Gorbatschow ernannt worden ist, hat er die Flasche auch noch unterschrieben. Aber Gorbatschow lebt leider nicht mehr, sonst hätte der bestimmt auch unterschrieben. Ja, kann sein. Ist so, ist so. So, ich habe Computer Machst du. angemacht. Ich soll jetzt Google gucken, sagst du, ja? Ja, genau. Gehen Sie bei Google. Jetzt sieht er mich schon wieder. Jedes Mal, wo du jetzt sie sagst, musst du einen kurzen trinken, Ah. verstehst Okay, alles klar. du? Nein, Ich dann machst sag du mit das nicht Absicht. mehr. Dann machst du mit Absicht. Du willst dich auch Nein, nein, betrinken. nein. Okay. Ich sag das, weil. Ey, Bro, das ist jetzt mein Job und ich kann nicht jetzt so unformal sprechen. Verstehst du, was ich meine? Ach doch, ist doch alles gut. Wir können ein bisschen Spaß haben, können ein bisschen Deal machen, können ein bisschen Geld Ja, verdienen natürlich. zusammen. Wie lange Aber wenn arbeitest Sie du da das schon? möchten, Sag dann mir. spreche ich. Also, ich bin jetzt hier seit 6 Jahren. 6 Jahre und bist du Manager da oder was? Nee, Kundenberater habe ich dir gesagt. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie hoch. Ist das ein hoher Rang oder ein niedriger Ein Rang oder. Kundenberater, ich erkläre Ihnen zum Beispiel, was mein Job ist. Aha, Wenn Sie eine Kundenberater. Anmeldung machen, ich Ja. rufe Sie an und ich richte Ihnen weiter aus, Ihr Konto zum Aktivieren. Das heißt, Sie aktivieren Ihr Konto und dann ich vereinbare für Sie einen Termin mit unserem Expert-Broker. Aha. Verstehen Sie mich? Aha, Ja, genau. ja. Und dann, Sie werden dann mit dem Expert weiterhandeln.
Online-Trading machen, ja, und dann ihre Profite erreichen. Aber du bist nicht dieses Experte, oder? Nee, der Expert bin ich nicht. Ach so, ist ein anderes Kollege oder was? Ist der auch so cool wie du? Der Expert sitzt eigentlich neben mir, also in dem Büro neben, meine ich. Aber ich bin hier nur, ihn weiter auszurichten und Informationen mitzuteilen, zu geben. Ach so, und dann ruft der mich wieder an, oder geht das heute noch? Wie bitte? Ich habe gefragt, heute noch Geld verdienen oder nicht mehr? Wenn du heute Zeit hast, dann du kannst ab heute anfangen. Ja, aber klar, leider, wir arbeiten ja bis 19 Uhr, Dimitri. Ach, das schaffen wir. Wir haben noch 20 Minuten Zeit und ich habe noch meinen anderen Termin verpasst. Ja, das ist egal, wir machen fette Geschäfte. Scheiß auf den anderen. Ganz ehrlich, ich hatte in 10 Minuten, also wie ich ihn gesagt habe, einen Termin gehabt. Aber jetzt habe ich verpasst. Ja, ist nicht schlimm. Ich mache gute Deal mit dir. Wir machen gute Geschäfte zusammen. Darauf trinke ich einen. Ja. Nastarovia. Guten betrunken. Was, guten betrunken? Bist du schon so breit, ja, oder was? Nein, nein. Kommt der, wie heißt der andere, wie heißt der? Wer denn? Der neben dir sitzt, mit dem ich nachher noch reden soll, oder morgen, oder wann auch immer. Wie ist sein Name? Daniel Richard. Da kommt er auch mit dann bei Party machen? Ist der cool? Nein, der ist ein seriöser Typ. Ja, der ist nicht so wie ich. Dürfen nur unseriöse Leute Party machen, oder was? Nee, eigentlich nicht, aber der macht sowas nicht. Der ist so von familienmäßig, weißt du? Der ist nicht so ein Junge zum Beispiel, der sein Leben chillen will. Ach so. Weißt du, was ich meine? Du musst Ecstasy bei seinem Getränk reinmachen, dann nehmen wir ihn mit. Der wird die Nacht seines Lebens haben, ich sag dir. Der wacht auf und ist verheiratet mit einer Straßenkatze. Ja, können wir mal machen. Klasse, cool. Der wird so richtig, richtig abgeschleppt, der Typ. Ich finde gut, sind Sie jetzt auf Google? Ja, ich bin bei Google. Mit dir kann man gut Quatsch machen. Das finde ich super. Ja, dann schreiben Sie auf Google dann dreimal www. Dreimal, also neunmal, ja? Aber bei dir ist Autohupen. Nein, die sind draußen. Ist der Unfall passiert oder was? Nein, eigentlich nicht. Oh Gott. Fast. Also ich habe jetzt neunmal weggeschrieben. Was soll ich machen? Drei, haben Sie www geschrieben? Ja, www, dreimal, wie du gesagt hast. Ja, genau. Punkt Alpha Final. Was für ein Ding? Wie? Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Musik. Ach so, Alpha. 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 Alpha Jacke oder was? Alpha Final. Alpha Final. Alpha mit F oder mit PH geschrieben? Mit F. Ja, musst du doch dazu sagen. Weißt du, ich bin ja der Alpha Final. Ah, du bist richtig lustig, ja. Alpha Romeo, ist das dieses Auto oder was? Nein, nein, was für Auto? Das steht bei Google Alpha Romeo Edizione Finale. Nein, nein, Sie müssen also alphafinal.com schreiben. Warte mal. Haben Sie WhatsApp? Alphafinal.com, ja? Habe ich ja hingekriegt. Haben Sie WhatsApp? Ja, mein Handy ist kaputt. Ach, scheiße. Sonst, ich könnte Ihnen das Link per WhatsApp schicken. Ist heute, weißt du, ich bin, weißt du, was ein Kran ist? Kran? Kran, ja. Was ist Kran? Kran, wo Häuser bauen, der bringt die Sachen nach oben. Kran? Kranwagen. Ach so, Krankenwagen. Nein, nicht Krankenwagen, Kranwagen. Hast du auch Google? Ja, Kranwagen, ja, weiß ich. Gibst du mal bei Google ein Kaufmann Richard Anton Nordpol, Kran. Aber was sollen sie damit machen? Ich arbeite bei einem Kran und gestern ist mein Handy runtergefallen. Aha. Verstehst du? Ach, ist kaputt. So. Scheiße, ja. Ja, richtig scheiße. Hast du noch Handy? Wir kaufen ein neues Handy für dich zusammen. Machen Sie sich keine Sorge. Klasse, weil ich kenne mich nicht so aus, weißt du, bin zu viel mit Trinken beschäftigt.
Wenn du arbeitest, wie bist du dann mit Trinken beschäftigt? Na, am Abend, Blatt. Meinst du, oben, weißt du, ist ja geil, wenn Ach kommt, so, ja, wenn der, Abend schon. Ja, warte mal, wenn Abend der, ist doch egal. Wenn kommt Berufsgenossenschaft oder Zoll bei Baustelle, meinst du, die klettern den Kran hoch 73 Meter? Da kommt ja keiner gucken, ich kann da oben nackt sitzen, keiner wird jemals finden. Hahaha! Ha, ha. Weißt du, ist Nimm so. Meine Frau auch mit. Ach, deine Frau, soll ich mitnehmen? Was? Ich hab leider keinen. Ich hab leider keine Frau. Dann müssen wir ändern, du, am Wochenende. Ich sag dir, ich nehm dich mit bei Clubhaus, du musst nur... Ich will ja auch keine Frau haben, was sagst du da? Willst du keine Frau haben? Nein. Was möchtest du dann haben? Doch eine Frau, aber kein Heiraten. Ach so. Meinte ich. Ach so, einmal betrinken und weiterschicken, oder was? Ja, man, genau. So einer bist du. Du gastiger kleiner Hobbit. Muss ja auch so sein. Muss hier, was? Schwanz, Bruder, Schwanz hab ich. Ja, das hoffe ich doch für dich. Oh, was soll ich nur mit dir machen? Mit mir kannst du nichts machen. Und doch Party. Ich bin jetzt auf deines Internetseite, aber das ist ja alles auf Englisch, Blair. Ach so, auf Alpha Final? Ja, ja. Ach so. Ja, dann schauen Sie jetzt da Ihre... Also, Konto. Was, Ihr Konto? Also, schauen Sie, da steht also Alpha Final, Multi, World Forex, Provider... Oh. Schauen Sie, alles das? Ich kann kein Englisch, ich weiß nicht, was das ist. Ach so, ganz oben auf Ihrer rechten Seite steht Login. Login, ja. Ist das der Name von des Manager? Login? Das ist polnischer Name, oder? Hallo? Ja, hörst du mich? Ja, klar. Ja, alles klar. Gehen Sie bei Login. Ja, mach ich. Und dann, da kommt also, dass sie ja auch ihre Dings E-Mail schreiben soll, oder? Warte, warte. Ach ja, da geht auf. Ich sehe. Welches E-Mail habe ich genommen bei dir? Welches E-Mail steht da? Ach so, ich weiß nicht, welche E-Mail. Also, stimmt das? Hand, Maul. Hand, Maul. Wer ist das? Nochmal was? Ist das Ihre E-Mail? Ich habe das gerade gelesen, ja. Ich habe nicht verstanden. Was war deine Frage? Ihre E-Mail. Ist das richtig? Hans Maul Wurf 1941@gmail.com. Höre ich mich an wie 1941? Nein, mein E-Mail-Adresse ist bigdigdimitri@gmail.com. Big Big Dimitri, dann warum haben Sie eine falsche E-Mail-Adresse gegeben? Weiß ich nicht, das ist ein Typ, dem habe ich bei eBay einen Fernseher verkauft. Vielleicht habe ich die E-Mail-Adresse noch drin gehabt bei Kopieren. Sicher? Absolut sicher. Ich bin nicht 1941 oder höre ich mich so alt an, Zucker? Nein, du hörst dich nicht so alt, aber ich habe diese E-Mail hier stehen, deswegen. Ja, habe ich Fehler gemacht. Entschuldigung, ja, kannst du mir noch einmal verzeihen? Ja, natürlich kann ich verzeihen. Das hoffe ich, sonst werde ich dich knechten. Sie lachen ganz komisch, ja? Natürlich, das ist meine Aufgabe. Ich werde dafür ja, bezahlt, so komisch zu lachen. Herr Dimitri. Was geht? Dimitri, sorry. Dimitri, ja, was los? Was mache ich nun? Die Sache ist jetzt, Sie haben eine andere E-Mail, oder? Ja, andere E-Mail. Kannst du schreiben? Haben Sie AnyDesk? bigdigdimitri@gmail.com. Ist nicht so Ach schwierig, so. Ich dir sagen. Nein, das ist nicht so schwierig, aber Sie müssen sich einloggen mit dieser E-Mail-Adresse, was ich Ihnen da vorher genannt habe. Boah, das kann ich ja nicht, das ist ja nicht meine E-Mail-Adresse, ist von diesem alten Mann, der hat Fernseher gekauft. Weißt du, war bei einem Hotel, die haben weggeworfen, wir haben mitgenommen, dann bei eBay verkauft. Weißt du, ist bei Straße gelegen, 2 Wochen oder so. Ich habe mitgenommen und gesagt, hier, Ach erste so. Qualität, ja. der 100 Euro bezahlt dafür.
Oha, ja, dann klicken Sie nicht mehr dann auf Login, sondern bei Sync Up. Das hört sich indisch an, aber egal. Hast du auch einen Inder-Kollege bei dir arbeiten? Sag mir. Nein, ich habe wirklich keine, aber ich hatte mal gehabt. Wie hieß es? Wie waren deine Namen? Der Name? Ja, von dem Inder. Shahrukhan. Ja, Shahrukhan, genau. Ich trete dir gleich in die Eier, Blät. Willst du mich hier verarschen oder was? Nein, nein, Bro. Sagt der Shahrukhan, Alter. Kennst du den? Ja, natürlich kenne ich Shahrukhan, Alter. Meine Mutter guckt immer die Filme von dem. Ist schrecklich, weißt du, kannst du nicht zu sie besuchen gehen, weil du weißt, du kommst nur diese Inder-Filme kommen. Bruder. Aber ich habe ein indisches Kollege, der. Dieser Inder aber heißt Mustafa, Mustafa, nicht Shahrukhan. Mustafa, das hört sich eher an wie türkische Name. Nicht Mustafa, Mustafa. Gesundheit. Ah, du bist verrückt. Wir haben auch indische Kollegen hier, willst du mit dem reden? Hey, Kollege, ja. Soll ich dir ich bin hier. Soll ich dir mal den Inder geben? Sind Sie jetzt bei Sing Up? Nee, der heißt Rajesh. Nein, ich meine auf die Seite. Hallo? Ja? Ja, hier ist Rajesh. Wie ist dein Name? Mein Name? Ja. Salman Khan. Salman? Bänder kriegen wir heute, gell, Hände? Boah, bist du wirklich aus Indien? Daddy Marki Jut? Hallo? Mein Tum se pyar karta hai. Tu mera dil hai. Ding 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 Mimi atu putti kille katti kaliya. Tenka batta katta manne hinne manniya. Hinne matte attes kille kaliya. Okay, hör mal auf jetzt, hör mal auf. Wenn du bitte meine Bruder, wenn du bitte Freund von Dimitri, dann bitte auch meine Bruder. Wenn du auch mit bei Alex Platz kommen, Party machen, ja? Ich habe eine gute indische Frau, du kannst eine italienische Frau bringen, wir können Deal machen. Okay. Sehr gut. Wie viel Frau du haben? Kannst du Bild schicken? Gib mal deinen Kollegen jetzt erstmal und dann sage ich dir, wie viel Frauen kannst du bei Instagram geben von den Frau, right? Right now? Right now. Do you speak the English, sir? Right? I cannot. Why not? Yes. Of But course, I speak English, stop, bro. Stop. Don't blue ball me, right? Don't do it. Wo ist dein Kollege? Der eines trinken holen, ja? Wo ist dein Kollege? Dann soll ich jetzt schreien hier oder was? Alter, wie du mit mir reden? Ich schlage dein Gesicht, Mann. Du mir lachen. Ich komm mit Kalaschnikow und Dortmund. Bei deinem Haus machen. Kalaschnikow. Ja. Hast du Ahnung von Kalaschnikow, Bro? Ja, mein bester Kumpel Russia, right? Wird gut Kalaschnikow haben. Ach so. Der schon, weiß ich, dass der hat, aber du. Ey, was geht? Seid ihr Freunde geworden? Ich hab mir nochmal einen Drink geholt. Willst du auch trinken? Bruder, was gibst du mir so auf Handy, Alter? Du Der redet mir jetzt über Alter, über Kalaschnikow oder was ist das? Ja, natürlich. Du hast gesagt, du willst mit einem Inder reden. Ich hab dir Inder gegeben. Das ist mein Kumpel Rajesh. Wir zusammen wohnen bei Montage. Verstehst du? Dimitri! Was geht? Ich muss leider gehen, ja? Ich hab jetzt einen gehen. Termin. Ich will doch jetzt Geld verdienen. Was ist dein Problem, Zuckerblät? Ja, jetzt. Zuckerblät, du, nicht ich. Du bist Zuckerblät. Ja, Bro, guck mal, ich ruf dich morgen um 10 Uhr an. Tamam, bleib erreichbar. Ich muss arbeiten, hab ich gesagt, du kleine Kröte. Ja, und wie viel Uhr hast du frei dann? Oh, sag mal, 18 Uhr bin ich wieder zu Hause, Zuckerblät. Ja, alles klar, um 18 Uhr, wir machen was. Was machen wir morgen? Ich erkläre dir das morgen, tamam? Nee, wir wollten saufen morgen, was ist los? Ja, deswegen jetzt. Komm, ich muss gehen. Wo willst du hingehen? Wieder ins Penner-Wohnheim? Feierabend, Junge. Ich hab Feierabend. 19 zurück, Uhr. Party zurück, machen. Zurück ins Penner-Wohnheim, wo du herkommst und hingehörst. Du kleiner Straßen. Hier, willst du mit meinem Kollegen sprechen? Ja, gib mir deinen Kollegen. Dabei, dabei. Nein, leider ist weg jetzt. Dabei, gib mir eine Frau, deinen anderen Kollegen. Der war ein Expert. Ja, gib mir einen Expert. Ist auch okay. Den der ist aber leider weg. Ich mach ihn kaputt. Gib mir irgendjemand. Ich mach den kaputt. Ja, alles klar dann, Dimitri. Ich muss leider weg. Ich gehen. Wir sehen morgen, okay? Ja, bis dann. Ciao. Was ein Typ.